Ein französischer Filmklassiker wird neu ins Kino gebracht in einer restaurierten Version. Und deshalb reden Mirko und ich diesmal über die fabelhafte Welt der Amélie von Jean-Pierre Jeunet. Wenn sich irgendwo in einem öffentlichen Raum oder einem Klassenzimmer ein Klavier befindet, dann kann man sich ganz, ganz sicher sein, dass eine Person sich daran setzt und anfängt, den Soundtrack von Die fabelhafte Welt der Amélie zu spielen von Jan Thiersen. Dieses wunderschön schwebende, nachdenkliche um ein bisschen zu zeigen, wie cool die Person mit den Fingern über die Klaviatur rüberhuschen kann. Das ist eine der vielen Dinge, die Die fabelhafte Welt der Amélie uns geschenkt hat vor einigen Jahren. Und jetzt kehrt dieser Film zurück ins Kino, vom Studio-Kanal neu aufgeführt. Und wir beide wollen darüber sprechen, wie gut der Film gealtert ist, ob er die Neuaufführung verdient und was er mit unserer Popkultur vielleicht gemacht hat. Genau, wobei, was ich sehr interessant finde, das wusste ich auch nicht, ist, dass das Motiv aus Amélie ja eigentlich aus einem anderen Film kommt. Das wird nur ganz oft variiert in dem Film. Also dieses Dididim, das du gerade nachgemacht hast, das ist nicht ausschließlich für Amélie konzipiert worden. Wusste ich aber auch nicht. Ich dachte auch, es wäre tatsächlich ein Amélie-Original. Aber ja, hätte ich auch nicht gedacht. Das wusste ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ja. Also das, man verbindet es aber ganz klar mit Amélie. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Ist das aus Jan Thiersens Schublade so in ungefähr, den Film ja. hineingesteckt? Okay. Ja, also erstmal reden wir natürlich nur deshalb über die fabelhafte Amélie, Welt der Amélie, weil wir Crème Brûlée essen wollten. Willst du gleich schon anfangen mit dem Sound? Ich würde sagen, genau, ich fange mit dem Sound an und du kannst erklären, was denn der Sound, was den Sound so wichtig macht für Amélie. Für die Leute, die Amélie noch nie gesehen haben, geht ja mit diesem Sound auch die Charakterisierung von Amélie so ein bisschen einher. Aber ich werde jetzt erstmal, die hast du übrigens live, hast du übrigens selber gemacht und eben noch die Kruste. Ich hoffe, es macht einen Sound. Ja, okay. Das klang auf jeden Fall so, als ob es satisfying. Oh mein Gott, und wenn ihr das sehen könntet, wie das gerade wie so eine Eisscholle zerbricht und in den Pudding runterschwimmt. Richtig. Also ich teste und du erzählst was von Amélie. Genau, der Film Die fabelhafte Welt der Amélie beginnt mit einem Segment, das der Regisseur Jean-Pierre Jeunet schon mal in einem Kurzfilm, der sich Foutaise nennt, eingesetzt hat, nämlich Dinge, die ich mag, Dinge, die ich nicht mag. Wir erfahren über das Figurenensemble, was sie mögen und was sie nicht mögen. Du verziehst das Gesicht so, wie ist das, Althea Sachs? Wow, mega gut, das schmeckt wie Crème Brûlée. Nein, da ist so, zu sagen, ob du lügst. Nein, da ist so eine, es hat so ein bisschen was von Butterkeks fast schon. Das ist sehr, sehr gut. Respekt. Von der Konsistenz oder vom Geschmack? Vom Geschmack. Die Kruste schmeckt nach Butterkeks. Aha, okay, ich kann es kaum erwarten, ihn gleich zu probieren. Wir lernen das Charakterensemble damit kennen und eine dieser Figuren ist Amélie Poulain, die als Kind von ihrem Vater ganz viel zu Hause gehalten wurde, weil der Vater davon ausging, sie hätte einen Herzfehler und deswegen ist sie so ein bisschen entkoppelt von der Welt, hat Schwierigkeiten mit anderen Menschen irgendwie zu socialisen, sich in deren Leben einzumischen oder selbst eine Einmischung auf ihr eigenes Leben zuzulassen. Und findet dann am Todestag von Lady Diana eine kleine Box in ihrem Badezimmer mit jede Menge Briefen und Fotos und sagt sich selbst, ich werde diese Person finden, der diese Box gehört. Und wenn diese Person gerührt ist davon, dass ich ihr diese Box wiedergebe, dann werde ich anfangen, mich in das Leben anderer Menschen einzumischen und ein soziales Leben leben, wie das sonst irgendwie die Leute auch tun. Und das ist, was dann auch passiert. Ja, dann probier du gerne mal nun. Und ich würde sagen, ich... okay, du hast es auf jeden Fall besser gemacht. Und ich würde sagen, ich berichte mal ein wenig von meinem Rewatch gestern. Denn es ist relativ lange her, dass ich den Film gesehen habe und hatte nur noch vage Erinnerungen an den Film. Ich habe den Film mit meinem Freund zusammengeguckt, der ihn noch nie gesehen hatte. Also dem fehlte halt wirklich ein fettes Stück Popkultur. Der war ganz bezaubert und ich so mittel. Ich mag gerade den Anfang unfassbar gerne. Ich möchte auch so ein Antje mag und Antje mag nicht Video haben. Gibt's was Komisches, was du magst oder nicht magst? Ja. Ich meine, dass du teilen möchtest? Nein, also... Es gibt eine Angewohnheit, die ich habe. Und zwar, wenn ich auf einem Kopfkissen schlafe, habe ich die Angewohnheit, mit den Fingern die ganze Zeit eine der Ecken zu streicheln. So zu kneten und so, weil mich das beruhigt. Okay.
Und ja, kann ich nachvollziehen. Irgendwie. Das ist zum Beispiel eine Sache, wüsste ich jetzt nicht, ob das andere auch machen. Ich gucke einmal ins Rund hier von unseren Produzenten und alles. Nein? Okay, cool. Ja, sowas kam. Also. Das ist für mich total beruhigend. Das wäre jetzt so spontan eine Sache, an die ich denken würde. Ich mag auch, aber ich glaube, das kommt im Film auch vor, das Geräusch, das Staubsauger machen, wenn sie Sachen einsaugen. Mhm. Das ist eines der befriedigendsten Gefühle überhaupt. Ja, finde ich auch. Ach so, so ein kleines Steinchen oder so, das aber... Ja, genau. Ja, ich glaube, das sind so zwei Sachen, wo ich behaupten würde, ich kenne relativ wenig Leute, die jetzt schon mal erzählt haben, ey, weißt du eigentlich, wie geil das ist, wenn der Staubsauger Dinge einsaugt? Ich liebe es, den Moment sinnlos lange die Haare mit Gel oder mit Wachs einzureiben. Also ich kann wirklich 2 Minuten nur das machen und es hat natürlich gar keinen Einfluss mehr auf die Frisur, aber einfach dieses und, was ich auch liebe, frisch vom Friseur und man hat die hinten am Hinterkopf alles noch ganz stachelig und dann fährt man so von unten nach oben durch die Haare und die kratzen so ein bisschen an der Hand. Das mag ich aber tatsächlich auch, weil ich hatte ja auch mal Haare oder eine Frisur, die war nur wesentlich länger als unwesentlich länger als deine jetzige. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, das stimmt. Genau, und ich mag diesen Anfangspart super, super gerne. So doof das klingt, in dem Moment, wenn die Handlung einsetzt, bin ich gar nicht mehr so interessiert. Aber das habe ich ja an dieser Stelle auch schon öfter gesagt, dass es teilweise Filme gibt, von denen würde ich mir wünschen, dass sie einfach nur zeigen, wie Leute leben. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich Amelie jetzt 2 Stunden nur bei ihrem Leben zugucke. Auch wenn das natürlich immer wieder mit einfließt, ist ja ganz klar. Ich habe so ein bisschen das Problem und das kann man ihm jetzt viel mehr vorwerfen als zum Zeitpunkt, als er erschienen ist. Er stellt halt diese Schrulligkeit schon sehr zur Schau. Und das hat halt teilweise wirklich was von konstruiert, also halt so auf den Effekt hin konstruiert. Und ich finde, es wird auch von Minute zu Minute intensiver, dieses, wir machen alles so Jean-Pierre Genet-mäßig halt eben. Und wer zum Beispiel die Karte meiner Träume gesehen hat, da hat er das so ein bisschen zurückgefahren. Da war er auch so verspielt und auch so schrullig. Aber ich meine, auf Amelie ist ja auch so dieser fette gelbe Filter noch drauf, der das Ganze noch mehr in dieses Märchenhafte bringt. Aber im Großen und Ganzen, es ist eine Fabel. Und als Fabel funktioniert das. Und Audrey Tautou ist natürlich wahnsinnig toll. Es ist eine Liebeserklärung an Frankreich, muss man ja ganz klar sagen. Natürlich auch das Theme, total bekannt. Ich bin aber nicht so mega geflasht. Also der Film hat bei mir kein Herz auf Letterboxd bekommen, aber immerhin 3,5 Sterne, weil er auch eine gewisse Zeitlosigkeit mitbringt. Also ich glaube, der ist ja von 2003 ne? oder 2002. Oder sogar, ja, würde sowas, ja passen, wenn es 2002 ist, Stichwort Jubiläum. Das haben ja auch nur wenig Filme. Warum er damals aber zum Beispiel bei den Filmpreisen leer ausgegangen ist, kann ich halt eben ein Stück weit verstehen. Aber es ist ein Film, man kann den ganz schwer wirklich abgrundtief hassen. Ja. Nur mein Herz schlägt nicht so sehr für ihn. Ja, ich glaube, das ist ganz fair, dieses Urteil. Ich finde ihn auch schon ein bisschen zu süßlich, aber ich habe ihn jetzt länger nicht mehr gesehen und jetzt habe ich mich so mit verschränkten Armen vor dem Fernseher gesetzt und habe gedacht, naja, warum auf der Welt Amelie, da ein nerviges Klavierstück und so. Und dann nach einer halben Stunde war ich trotzdem wieder gebrochen und habe gedacht, ja, zeig mir das alles, zeig mir Montmartre, zeig mir die coole Geisterbahn. Ich finde dadurch, dass das eigentlich so, wie du es sagst, am Anfang dieses, ja, es sind eigentlich viele kleine Kurzfilme oder so, was die irgendwie aneinander gehangen sind und dann wird das später in so einen großen Rahmen eingebaut. Ich hätte das auch nicht unbedingt gebraucht. Ich habe auch das Gefühl, dass Jean-Pierre Jeunet das nicht so gut kann. Und wenn ich jetzt auf seine letzten Filme zurückgucke, sowas wie Delikatessen zum Beispiel, da gibt es ja quasi auch nur ein Haus und man sieht immer wieder, was passiert in jeder Wohnung und das ist nur vage miteinander verknüpft. Und ich glaube, dass das der Art seiner Visualität auch mehr entspricht, als diese großen Bögen zu erzählen. Wie zum Beispiel auch die Karte meiner Träume, den ich leider auch nicht so gut fand. Ich mag den tatsächlich sehr. Also ich mag ihn auch, aber im Vergleich mit seinem restlichen Werk fand ich dann eher das zu sehr zurückgenommen, bizarren Move, so der kam mir sehr amerikanisch wieder vor, weil er ja auch mit amerikanischen Schauspielern und sowas ist. Aber ich finde grundsätzlich, Amelie ist nie so, es ist nicht so sweet, wie man es immer erinnert. Wenn man es dann erstmal sieht, dann gibt es da auch irgendwie so einen Pornoladen und... Ich meine, allein der Anfang ist ja eigentlich auch super makaber. Mhm. Also allein die Tatsache, wie die Mutter stirbt, dass sie von einer Selbstmörderin, die sich von Notre Dame stürzt, erschlagen wird vor den Augen der Tochter. Also, und auch die ganze Sache mit dem Vater, der ja offenbar kein Mediziner ist, weil
sonst würde er das ja genauer untersuchen. Das ist eigentlich teilweise harter Tobak, der aber in dieser süßlichen Kitschwelt fast so ein bisschen verloren geht. Und so doof das klingt, vielleicht hätte ich mir ein bisschen mehr Aufhebung des Kitsches gewünscht. Aber dann wäre es ein ganz anderer Film geworden. Ich finde es immer doof, einen Film daran zu beurteilen, was man sich für einen Film gewünscht hätte, anstatt zu gucken, das ist der und jetzt nimm den so, wie der ist. Aber genau diese Frage habe ich mir gestellt, ob ist es der Soundtrack, der das macht? Weil ich habe das Gefühl, grundsätzlich ist das alles da, auch die ernsten Themen, auch visuell ist das zwar irgendwie auch alles sehr postkartenmäßig, aber manchmal auch irgendwie ziemlich schmutzig und dunkel und sie benutzen Stepprinting und die Metro und ist auch ein bisschen gruselig und irgendwie so. Und dann kommt aber immer dieser Jan Thiersen-Teppich da drunter und man denkt, Amelie und sowas. Ich glaube, so schön der ja auch wirklich ist, wenn man den für sich hört, aber ich glaube, dass der dem Film tatsächlich nicht so gut tut. Könnte sein, ja. Aber dafür bleibt er im Kopf, das muss man ja auch sagen. Ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen der Vorläufer von dem ziemlich beste Freunde-Score. Mein anderes Trauma. Ich habe eine Frage an dich, die ich mir jetzt beim zweiten Mal, ich glaube, beim ersten Mal habe ich sie einfach nicht so wahrgenommen. Erstmal, wie findest du deine eigene Creme Brûlée, die er selber gekocht hat? Ich finde es echt, ist gut geworden. Du musst dir jetzt, wir haben überlegt, kaufst du dir einen Bunsenbrenner oder nicht? Ich glaube, der muss her, oder? Für mehr Creme Brûlée. Ich finde es richtig gut, aber es gäbe für mich, glaube ich, auch keine Möglichkeit zu sagen, dass ich sie nicht gut finde, weil ich habe zu viel Arbeit investiert. Das könnte ich jetzt nicht zugeben, dann würde ich durchdrehen. Okay, verstehe. Ja. Nein, aber ich habe mir eine Frage gestellt, die ist, wie gesagt, glaube ich, beim ersten Mal gucken, als ich auch noch überhaupt keine Erfahrung im Filme gucken hatte und ich auch, ich meine, wie gesagt, wenn er von 2002, 2003 ist, da war ich noch viel jünger, ne? Ich habe im Hinblick auf die Folge heute ein paar Sachen recherchiert, unter anderem, dass dieses Bild, das im Film gemalt wird, ja ein Renoir-Bild ist. Mhm. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob das sagen soll, dass der Mann mit der Glasknochenkrankheit, ob das Renoir war. Oh. Weil wenn er das Bild malt, soll das sagen, das ist der Künstler Renoir, der ja aber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht mehr gelebt hat, weil, also, wie siehst du das? Weil Es ist ja dieses Bild von Renoir. Mhm. Und warum sollte ein anderer ein Bild von Renoir malen, weißt du? Vielleicht erinnere ich das falsch, aber sagt er nicht, dass er dieses Bild jedes Jahr einmal malt? Ich dachte, das ist so sein Circle. Und dann unterrichtet er ja auch noch diesen Gemüse. Ja, aber das muss ja nichts heißen. Das muss ja nichts heißen, nur weil er es jedes Jahr neu malt. Dass er es nicht ist? Dass er es nicht ist, ja. Ja, nee, das stimmt. Das wäre so eine schöne, aber ich glaube, so ein schönes das Detail. Nicht, weil es wäre vielleicht schön, aber er fragt sich ja, was macht dieses Mädchen mit dem Glas in der Hand innerhalb des Bildes? Ja gut, das stimmt. Ich glaube, wenn er Renoir wäre, wüsste er, wieso es platziert ist innerhalb des Bildes. Aber er stellt sich diese Frage ganz bewusst beim Kopieren des Bildes. Wollte ich gerade sagen, du meinst also, er kopiert bewusst? Ja, ja. Okay, gut. Weil das habe ich mich wirklich gefragt. Wäre nämlich eine nette Sache gewesen. Wobei das wahrscheinlich ein bisschen inkonsequent gewesen wäre, nur auf Renoir Zug zu nehmen. Das wäre eigentlich eine schöne Filmidee, zu sagen, wir beobachten eine Figur dabei, wie sie halt Leute im Weltgeschehen trifft, ohne dass genau gesagt wird, welche du das meinst ist. Forrest Gump? So ein bisschen Forrest Gump-mäßig, aber halt nicht so offensichtlich, weißt du? Ja, stimmt. Würde eigentlich zu Amelie gut passen, die so viel Gutes tut in der Welt. Das stimmt. Wie findest du denn Audrey Tautou? Ich mag die sehr in dieser Rolle. Ich glaube auch, das wurde ihr ein bisschen zum Verhängnis, dass sie so mit dieser Rolle verschmolzen ist. Was ich schön finde ist, ich glaube, würde ein Film wie die fabelhafte Welt der Amelie heute rauskommen, würden sich viele freuen, dass so ein Charakter in dem Mittelpunkt eines Films steht, ohne dass man daraus einen Problemfilm macht. Weil sie ist ja nicht geistig zurückgeblieben oder so, aber sie ist ja durch die Umstände, in denen sie aufgewachsen ist, ist sie ja wirklich absolut introvertiert und teilweise nicht so richtig auf das Leben und seinen Realismus vorbereitet und sehr unsicher. Und deswegen arbeitet sie in einem Café. Ja, und so gar keine typische Filmheldin, sondern es ist ja fast so eine Ode an das Introvertiertsein. Und ich glaube, das wäre ein Film, der würde der modernen Filmgucker und Guckerinnenschaft heute total gut gefallen. Weil man sagen würde, das ist ja total progressiv. Und das kann man so sagen, dass es damals halt schon progressiv war. Ich glaube, das ist noch so eine Beobachtung, die den auch so zeitlos macht, den Film. Das stimmt. Er war seiner Zeit voraus, fast schon. Interpretation.
Ich habe mal gelesen über Lost in Translation, vielleicht kann man das hier auch anwenden, aber vielleicht auch nicht, dass jemand schrieb, introvertierte Menschen werden diesen Film leben und lieben und extrovertierte Menschen werden ihn einfach nicht verstehen. Natürlich stellt Amelie das jetzt schon sehr krass aus und das ist nicht wirklich, was introvertierte Menschen den ganzen Tag machen und so weiter. Aber dafür ist sie ja auch eine Heldin in einer Fabel. Eigentlich. Ja, ja. Ich frag mich, ob... Also er wird jetzt nochmal neu aufgeführt. Offensichtlich ist er gut genug gealtert, als dass man das machen kann. Oder gut restauriert. Oder gut restauriert. Weil in der Regel bringt ja Studio-Kanal die ganzen Filme nochmal restauriert raus. Wir haben ja auch schon vor ein paar Wochen über grüne Tomaten gesprochen. Deshalb, ich glaube, also ich habe den jetzt gestern bei Disney Plus gesehen. Und ich finde schon, dass man dem visuell sein Alter anmerkt und kann mir vorstellen, wenn man den jetzt nochmal so richtig aufhübscht, dass das nochmal so eine Farbexplosion irgendwie, eine gelbe Explosion wird. Also visuell finde ich ihn auf jeden Fall mega gut gealtert. Ich finde auch die noch älteren Filme von Jean-Pierre Jeunet sehen immer noch so toll aus. Selbst Alien 4, finde ich, kann man sich noch so gut angucken. Aber inhaltlich frage ich mich, ob man nicht heute vielleicht zu dem Film sagen würde, dass Audrey Tautou auch so ein bisschen so ein Manic Pixie Dream Girl Männerfantasie so ein bisschen auch ist. Stimmt, könnte vom auch sein, introvertiert sein. Du meinst so ein bisschen wie in 500 Days of Summer. Ja, ja, oder genau. In New Girl, das ist ja auch die gleiche, wie heißt sie noch? Zoe Deschanel. Zoe Deschanel. Das oder so, oder die wäre ja, übrigens, Scott Pilgrim so ein bisschen auch. Zoe Deschanel wäre übrigens die perfekte Besetzung für ein US-Remake. Total, hundertprozentig. Und ich finde, aber da finde ich, da in der Theorie müsste ich das voll hassen, wie Amelie, also dass der Film das so ausstellt. Und ich finde aber, in der Praxis schafft Audrey Tautou es dann aber durch ihr Schauspiel doch, es auf eine nicht nervige Art und Weise zu machen. Ja, eben, das ist ja ihre eigene Süßheit genau. auszustellen. Ja. Weil das ist ja dieses Schrullige, das ja viel von ihrem Charakter ausgeht. Und dass mich das so ein bisschen stört, liegt eher in der Inszenierung. Weil ich mir denke, du hast schon so viele Ideen und gehst über so viele Motive, die allein schon für sich so fabelhaft sind, dann lass doch zum Beispiel diesen Filter weg. Weißt du? Also ich finde, das ist einfach immer ein bisschen zu viel, aber da ist die Performance von Audrey Tautou ist halt perfekt, dann wieder auf den Punkt, um das zu erden, und das finde ich sehr schön. Ich verstehe gerade zum ersten Mal, dass fabelhaft von Fabel kommt. Ja, ich habe vor ein paar Tagen das erste Mal gerafft, dass das Wort Lastwagen von Last kommt. Weil das ein Wagen ist, der Lasten transportiert. Ich musste auch erst über 30 werden. Ich habe das Gefühl, ich hätte das gewusst, aber ich könnte es auch nicht hundertprozentig sicher sagen. Aber klar, die fabelhafte Welt der Amelie ist eine Welt der Fabeln. Ja. Ja, ja, total, ja. Ja, das, was du gerade mit dem Farbfilter sagst und so, ich finde eigentlich, man hätte vielleicht hier und da sogar noch einen Schritt weiter gehen können, bis man überhaupt nichts mehr erkennt. Ja, genau, eben, so dann halt wirklich so... was wir in unserem Video letzte Woche über Gaspar Noé gesagt haben. Dieses wirklich Form komplett über Inhalt stellen. Aber da will ja die fabelhafte Welt der Amelie noch was erzählen. Ja. Also, es ist ein schöner Film. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Es ist auch immer noch ein schöner Film. Vielleicht auch über die Jahre, in denen man gelernt hat, wie man Filme guckt und einordnet. Vielleicht verliert er dafür so ein bisschen an Zauber. Vielleicht funktioniert er auch einfach bei... ich sag mal, Otto-Normal-Guckerinnen und Guckern deshalb so gut, weil die nicht jeden Film von Jean-Pierre Jeunet gesehen haben und nicht jede schrullige Lebenskomödie. Weil da muss man ja wirklich sagen, außerhalb von Jean-Pierre Jeunet oder auch Michel Gondry, ich dachte nämlich sehr, sehr lange Zeit, oder bis gestern eigentlich dachte ich, Amelie wäre von... Nein, ich dachte bis gestern, das wäre ein Gondry-Film. Der könnte aber auch locker von Gondry sein, wenn wir ehrlich sind. Das stimmt schon, ja. Mal außerhalb der Einflüsse von diesen beiden Regisseuren ist ja Amelie schon ziemlich einzigartig. Und dieser Art Film ja auch mit am erfolgreichsten aus Frankreich auf der ganzen Welt. Das stimmt. Also wenn man jetzt zum Beispiel von Gondry Vergissmeinnicht nimmt, das war ja eine englischsprachige Produktion, aber Amelie da müsste man nochmal nachrecherchieren, aber ich meine, es ist einer der erfolgreichsten fremdsprachigen Filme. Ziemlich beste Filme. Freunde käme dann noch irgendwie mit in diese Liga. Wobei aber der ja im europäischen Raum in erster Linie erfolgreich war. Da haben ja die US-Amerikaner auch ein Remake von gedreht. Ja. Also, das muss man ihm lassen. Er hat seine Spuren in der Filmgeschichte hinterlassen. Das stimmt. Und ich glaube, es hat das Frankreich-Bild
geprägt wie kein anderer Film, der in der jüngeren Vergangenheit rauskam, wie man sich Emily vorstellt, wie es da wäre. Wieder neu. Oh Gott, lass uns nicht davon anfangen. Ich finde, es ist auch ein echt guter irgendwie so Einstiegsfilm für so ein gewisses Arthouse-Kino. Das stimmt, ja. Das so zugänglicher ist. Oder ja, wenn man mal einen Film sehen möchte, der so slightly anders ist als was anderes. Und ich finde dahingehend auch eigentlich ich glaube, es ist besser, wenn man von Jean-Pierre Jeunet noch gar nichts kennt, damit anzufangen und sich dann rückwärts nach hinten zu arbeiten. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Andersherum finde ich es eher enttäuschend. Also wenn man mit Delikatessen anfängt und dann die Stadt der verlorenen Kinder sieht, der Soundtrack der Woche, ein ganz hervorragender Film mit Ron Perlman in der Hauptrolle, in der es um eine Stadt geht, in der Kinder verschwinden, weil sie auf eine Bohrinsel entführt werden, um dort ihre Träume zu klauen, was sonst, mit einem ganz hervorragenden Soundtrack von Angelo Badalamenti, den wir eigentlich kennen von eigentlich allen David Lynch-Filmen, der aber hier mit Jean-Pierre Jeunet gearbeitet hat. Also sehr zu empfehlen, dieser Soundtrack und dieser Film, der komplett abgefahren ist und besonders oft als Moodboard für einen möglichen Bioshock-Film auf YouTube irgendwo verwendet wird. Ach. Was ich cool finde. Wenn man daher kommt und vielleicht noch Alien 4 gesehen hat und dann kommt Fabelhafte Welt der Amelie, dann ist man eher so ein bisschen enttäuscht, dass es sich wieder so ein bisschen streamlined und wieder so süß und nett wird. Und jetzt hat er ja einen neuen Netflix-Film dieses Jahr, glaube ich, der aussieht wie so eine Art Pleasantville oder wie heißt das, die Frauen von Stepford oder so, mit so einem amerikanischen Suburbs. Und da sind so Roboter und die machen Hausarbeiten für die Leute. Aber das ist total spannend, was für Leute aktuell, kleiner Exkurs, bei Netflix halt einfach Filme rausbringen, von denen kaum einer was mitkriegt. Also aktuell ja zum Beispiel auch Richard Linklater hat einen neuen Film bei Netflix draußen. Hm, echt? So, ja. Okay, ich wusste es nicht. Apollo irgendwas, ein Stop-Motion-Film, soweit ich weiß. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Der neue Richard Linklater-Film kommt raus und keiner weiß es. Mhm. Und das finde ich relativ krass, dass jetzt auch ein Jean-Pierre Jeunet beispielsweise unter diesen Leuten ist, die ihre Filme bei Netflix rausbringen. Und es ist halt einfach nur ein weiterer Netflix-Film. Genauso wie The Bubble kürzlich. Finde ich schade. Richard Linklater macht einen Animationsfilm. Hat er schon, der ist schon draußen. Er hat einen Animationsfilm gemacht auf Netflix. Ja. Okay, mega abgefahren. Aber dann sind sie, muss man auch sagen, nicht so gut darin, das irgendwie zu vermarkten. Ja, ist der Durchschnittskonsument, die Durchschnittskonsumentin von Netflix, weiß der oder die, wer Richard Linklater ist? Also ich nehme ja gerne dieses Beispiel mit der Einkaufsmeile. Wenn du da Richard Linklater rufst, wie viele Leute von 10 Leuten um dich rum werden sagen, kenne ich. Hm. Bei Christopher Nolan hast du 8 Leute, schätze ich. Oder 9 vielleicht sogar. Fabelhafte Welt der Amelie, da würden bestimmt 6 von 10 sagen. Jean-Pierre Jeunet. Ja, das ist wieder schwierig. Nee, aber ja, kleiner Exkurs. Wie gesagt, große Regisseure bringen Filme auf Netflix raus und keiner kriegt es mit. Ja. Ja. Wir werden darüber berichten, würde ich sagen, an dieser Stelle, wenn der neue Jean-Pierre Jeunet-Film draußen ist. Das finde ich eine sehr gute Idee. Gut. Lass uns das auf jeden Fall machen. Ihr werdet uns davon berichten, wie ihr die fabelhafte Welt der Amelie findet und wann euch das letzte Mal jemand gequält hat mit der Klaviermelodie in einem Musikzimmer oder in einem Bahnhof, wo so ein weißer Flügel rumsteht oder so. Und wenn ihr das gemacht habt, dann gebt uns gerne auch noch einen Daumen nach oben und drückt den Abo-Knopf und drückt den Glockenknopf und drückt den finanzielle Unterstützungsknopf in der Videobeschreibung. Das wäre mega cool. Merci beaucoup et à bientôt.